Hallo bei Mixe TV. Heute will ich die Firma Engelbert Strauß vorstellen. Viele von euch werden die Firma schon kennen. Durch Arbeitskleidung, hauptsächlich in der Werkstätte, ist es in den letzten Monaten und Jahren immer mehr zugenommen. Und zum Geocacher ist die Kleidung zum Teil sehr gut geeignet. Und zwar hauptsächlich verwende ich Engelbert Strauß-Kleidung bei schlechtem Gelände, wo man so richtig schmutzig wird dabei, durch Rohre durchrobbt oder irgendwo so ein bisschen klettert im Matsch. So, also Gelände, so T4, da ist es optimal. Ich zeige jetzt mal so eine Hose. Ich weiß nicht, ob man so ein Bild sieht, dass sie jetzt richtig schon schmutzig ist. Also die ist oft im Einsatz. Die Hose hat viele Vorteile. Nicht nur die Materialien und den Unterschied an den Knie und hinten und vorne, sondern auch die vielen Taschen, die da sind. Zum Beispiel die normale Tasche und hinten dran nochmal eine mit Reißverschluss. Dass man einfach so rumrobt, dass nichts rausfällt. Hinter der Tasche, Untertasche. Alles voll, was auch super ist. Für die Hose, die ich jetzt anhabe, gibt es auch noch ein Kniepolster. Das kann man dann von unten reinschieben an die Knie. Ist besonders gut, wenn man lang durch Rohre durchrobbt. Also ich bin voll begeistert von der Hose. Allerdings ist es nicht meine Standard-Kescher-Hose. Bei Wanderungen habe ich eher von anderen Firmen Sachen an. Ist klar, oder wenn ich normal in der Stadt, in der City Geocache, laufe ich auch nicht mit Arbeitsklamotten rum. Aber bei schwerem Gelände, da finde ich Engelbert Strauß-Hose optimal. Es gibt natürlich auch Jacke und Schuhe und noch weiter von Engelbert Strauß. Aber da kann sich jeder selber ein Bild machen. Schau doch mal rein. Zum einen kann man das natürlich online bestellen. Blende ich hier mal ein, die Webseite. Und zum anderen, die, wo in der Nähe wohnen von dem Store, die haben auch die Möglichkeit, direkt im Store einzukaufen. Es wäre toll, wenn ihr eure Erfahrung mit Engelbert Strauß, egal positiv oder negativ, da bin ich ganz offen, in die Kommentare schreibt. Schreibt, was ihr denkt, beleidigt niemand, aber schreibt eure Meinung, was ist gut, was ist nicht gut. Dann kann jeder was lernen, ich auch. Weiterhin viel Spaß beim Geocachen, euer Mixi. Ciao.